Herzlich willkommen im Blue Note an diesem verregneten Herbsttag. Schön, dass Sie da sind und auch schön, dass die Band fast vollzählig da ist. Es war natürlich absehbar, dass in der Herbstkälte auch mal jemand krank werden kann und das betrifft heute den Rapper des Abends. Deswegen gibt es heute Instrumental-Rap. Das ist insofern von Vorteil, dass wir uns nicht vor bösen Texten fürchten müssen. Oder? Man weiß ja, was im Rap so gespielt wird. Nichtsdestotrotz, haben Sie bitte Spaß beim ersten Set. Begrüßen Sie mit einem frenetischen Applaus. Night of Living Rap. Der Stunde und sag auch mal fix was. Wie Mirko schon vorweggenommen hat, leider ist Armin nicht dabei, aber wir werden heute unser Bestes geben, den Abend schön zu machen. Wir haben Sebastian Wappler an den Keys. Yeah. Und dann haben wir noch Neil Richter am Bass. Viel Spaß und eine gute Reise. Wir sehen uns und hören uns später. Thank you.
sein. Well, I can now see down in through the shadow. I can see Bear Mountain. I can see, I can't really make out the slide yet. Most of the North Massif are still in shadow due to the sculpture hills. And just at the point where we can start really to see through the shadows and see the some hummocky terrain on the North Massif, it just went out of my next reach. Okay, I got the landing site. We're right over the top of it. And it's dark and fantastically detailed at this the energy. We'll be right back.
Iraqis are grateful for the chance they have been given to live in freedom. Schön. Wir haben tatsächlich, also das ganze Ding hier, Night of Living Rap, ist mit dem Armin zusammen entstanden. Den habe ich nämlich mal getroffen, zufälligerweise. Nee, der wohnt nebenan, deshalb habe ich mich mit dem ganz gut connected. Und wir haben ein bisschen über Rap uns unterhalten, ein bisschen Musik gehört, uns getroffen, haben gecheckt, dass wir uns gut verstehen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, Mensch, ey, du spielst Schlagzeug, Mensch, du rappst, lass doch was machen. Jetzt sind wir hier, aber leider der Armin nicht. Und das Konzept hinter dem Abend heute ist eigentlich... Es gibt ja einige MCs, die schon nicht mehr unter uns sind. Also ich weiß nicht, die letzten Jahre hatten einige Opfer gefordert. Wir bewegen uns jetzt aber so ein bisschen in der Vergangenheit und haben gerade einen Song von Eric B. gespielt, Don't Sweat the Technique, beziehungsweise den auf unsere Art und Weise interpretiert. Und wir machen weiter mit einer Adaption von Shook Ones des Rapper-Duos Mobb Deep. Viel Spaß damit. Thank you.
wants to be heard. Thank you.
2:55. Concepts we use, by the perceptions we use, and we play around in that box.
So thinking outside the box means escaping from, breaking out of the box to change concepts, change perceptions, change constraints, change rules, and develop new ideas. It means developing an idea which would not have been expected in our usual behavior, in our usual thinking. So it's just another term for creative thinking, unusual thinking, or lateral thinking. I prefer the term lateral thinking because that is very specifically defined in system terms, which means moving across from the main pattern to a side pattern, which once you're there, in hindsight, you can link up with your starting point. But thinking outside the box is a general term meaning unusual ideas, ideas which would not have arisen within the box of your usual thinking. Sebastian Wappler an den Keys. That's a man. Ich bin jetzt noch zwei Ideen und dann gibt es eine kleine Pause. Ja. Kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich kann viel erzählen, aber ich kann auch nichts erzählen. Am Ende sollte der ganze Abend eigentlich so ein bisschen Halloween-Vorbereitung sein. Armin meinte, alle würden sich vor den Wack-MCs fürchten. Und naja, jetzt ist er nicht da, was sollen wir machen? Aber jetzt spielen wir zwei Nummern noch. Und dann sehen wir uns gleich. Und wer Lust hat, vielleicht gibt es ja den einen oder die andere. Haben wir noch einen Platz mitten auf der Bühne? Vielleicht noch ein Mikrofon? Aber es kann ja noch eine Überlegung im Kopf bleiben. Ach, Grüße von Armin. Die Grüße gibt es auch noch. Grüße von Armin übrigens. Ja, ja, Grüße von Armin. Ich habe so Bock zu rappen, aber weißt du, wenn ich jetzt anfange, hier ein paar Parts zu spitten und Wack-MCs den zu rippen, dann, ja. Dann hörst du meine Nase splitten. Thank you.
Sebastian hier so nett ein kleines Intro spielt für seinen eigenen Song. Ich wollte eigentlich bloß sagen, Sebastian hat einen Song mitgebracht, der ist tierisch. Viel Spaß dabei. Your Seasons von Sebastian Wappler. Thank you.
In 15 bis 20 Minuten geht's weiter. Viel Spaß bei der Pause. Pause, circa 15 Minuten.
Liebes Publikum, wir melden uns zurück aus der Pause. Freuen uns auf ein zweites Set gut hergestellter Beats. Und sobald die Band vollzählig ist, begrüßen wir sie auch zurück auf der Bühne. Und zwar mit einem wie immer frenetischen Applaus. Damen und Herren, Night of Living Rap Part 2. Give them a hand. And the stability of society. Ob Sie sich nun dem Schlager, der Rock oder der Jazzmusik verschrieben haben, eines haben Sie alles gemein. Ein solides Studium an der Hochschule für Musik Karl Maria von Weber in Dresden. Viele bekannte Interpreten unseres Landes haben hier in der Abteilung Tanz- und Unterhaltungsmusik ihre Ausbildung gehalten. Na dann, gute Unterhaltung. Thank you.
Spaß. Wir machen jetzt weiter mit tatsächlich mit Keep It Thorough oder unserer Adaption davon. Da haben wir wieder Prodigy von dem Rapper-Duo Mobb Deep, der leider schon von uns gegangen ist, aber viel Spaß mit Keep It Thorough. This is all improvised. Thank you.
and the stability of society. The voice of the people must be heard.
herzlichen Dank. Das war unsere Adaption von Shit on You von D12. Alle wissen ja, Eminem ist schon tot, deshalb haben wir den auch auf die Liste genommen. Nein, Quatsch. So, wir machen weiter mit einem sehr schönen Song von Sebastian, der das Programm heute maßgeblich, ja, wie sagt man, verschönert hat. Er ist der Blumenmann. Sebastian Blumenmann am Klavier für euch. Viel Spaß. Ach übrigens, der Song heißt, muss nur mal meine schlaue Liste gucken, End of Restlessness.
Einen kräftigen Applaus für Neil Richter am Bass. Und für Sebastian Wappler an die Keys. Und auch natürlich an der Komposition. Wir spielen jetzt noch eine letzte Nummer. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt am Ende. Wir können dann quatschen oder auch nicht. Aber wir spielen jetzt noch einen. Wenn es euch gefällt, spielen wir vielleicht noch einen, aber das werden wir dann sehen. Valentin Steinle on den Drums. And the stability of society. And the stability of society. We'll be right back.
Apollo San Houston, 2 minutes to LOS. Everybody here says Godspeed. Living Rap für Sie und euch gespielt und danke, bis dann, hat Spaß gemacht. Entschieden, uns ein bisschen unserer musikalischen Heimat entgegenzuwenden oder zuzuwenden, sagt man ja. Ja, wir machen ein bisschen Jazz jetzt. Viel Spaß mit Nahles.
der Rock- oder der Jazzmusik verschrieben haben, eines haben sie alles gemein. Das Studium an der Hochschule für Musik von Wappler von Wappler in Dresden. Viele bekannte Interpreten unseres Landes haben ihre Unterhaltungsmusik, ihre Leistung überhaupt erwähnt und didn't have much time to watch it on that bass.
I tell you, from this altitude with that low sun, there's no question of the sharpness of the topographic features in the landing area. Leider nicht mehr so wirklich was im Gepäck und es ist schon nach 22 Uhr. Ich weiß nicht, wie der Haussegen steht, aber wir würden uns mal in den Graben verziehen. Schon okay. Schon okay. Vom Band läuft auch schöne Musik. Danke fürs Kommen, danke für den Applaus. Some of y'all niggas hot psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop.